Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MLC Late Night Talk. Heute zum Thema Spank. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute mit uns im Studio als Co-Moderator haben wir den Curtis. Und als Gäste haben wir uns den Mike und den Benji eingeladen, als unsere Spezialisten zu diesem Thema, die wir jetzt in der nächsten Zeit drüber befragen wollen. Und wir hoffen natürlich auch interessante Informationen und dass ihr uns da ein paar neue Einblicke geben könnt. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Ja. Danke für die Einladung. Mike, Spank haben wir schon kurz angesprochen. Bezeichnet, glaube ich, so ein bisschen, dass man den Popper verhaut. Ja. Und du hast halt den aktiven oder passiven Part? Also ich kenne bei vielen Sachen immer die beiden Seiten, also auch beim Spanken. Wobei man natürlich sagen muss, Spanking ist ja der Überbegriff für eine ganze Reihe von Schlagen, Flagellationen, Canning, Bastonade, also alles, was man irgendwie mit einem Rohrstock oder mit einem Instrument oder mit auch einem Baseballschläger oder sonstiges machen kann, wo man halt auf beiderseitigen Ebenen zusammen Spaß haben kann und Lust bereiten kann. Jetzt hast du so komische Fremdwörter benutzt. Bastonade, und was hast du noch gesagt? Ja, Bastonade ist eigentlich eine alte Foltermethode, die man auch in türkischen Gefängnissen heute noch anwendet, aber ist eigentlich auch relativ lustvoll, wenn man es dann richtig macht. Und ich meine, das ganze Thema Spanking und Bastonade ist natürlich immer auf Augenhöhe. Das heißt, man begegnet sich auf Augenhöhe, man spricht sich vorher ab, man spricht miteinander und man weiß, dass dem einen das gefällt und dem anderen das auch gefällt. Und in den Grenzen bewegt man sich natürlich. Bastonade ist praktisch, wenn man mit dem Rohrstock oder sonstigen Instrumente die Fußsohlen fixiert und danach bearbeitet. Okay, und es bearbeitet sieht dann wie aus, dass ich einfach mit einem Rohrstock, das ist dann so aussieht, nehme ich an, ne? Ja, genau. Man kann zum Beispiel einen Rohrstock nehmen. Und mache ich dann was? Auf die Fußsohlen schlagen. Okay. Das zeigen wir später, glaube ich, mal, wie man sowas ungefähr macht. Das ist ja nicht das Einzige, was man unter Spank versteht. Das ist also, Bastonade ist eine Form von Spank. Eine Form von Spank. Okay. Und auch eine spezielle Körperstelle, die man damit jetzt bearbeitet. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Gibt es denn Stellen, wo man sagt, das ist so der Klassiker beim Spanken? Also der Klassiker ist im Normalfall, dass es auf den Po geht. Das ist das Bastonade ist halt ein Unterteil davon, den auch viele bevorzugen, aber das Klassische wirklich ist der Po, wo es dann hochgeht oder vielleicht dann auch in die Richtung von den Oberschenkeln auf die Rückseite oder die Innenseite. Also klassischerweise nimmt man halt den Po, weil der Po immer in der Regel halt unverletzlicher ist. Das ist eine klassische Züchtigungsmethode auch in englischen Internaten oder halt auch in Indonesien, glaube ich, wird das doch praktiziert, weil der Po an sich immer wieder gut verheilt und wieder gut nachwächst und man das halt auch nicht sieht. Und das Schöne am Po ist natürlich auch, dass der Delinquent das hinterher auch noch spürt. Also wenn er zum Beispiel dann wieder in der Klasse sitzt und dann auf den harten Holzbänken sitzt und dann sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie was erlebt, das möchte ich nicht nochmal erleben. Also bei unserem Fall wäre es natürlich dann andersrum. Aber im Prinzip ist es so als Bestrafungsmethode, ja, ich spüre das dann auch noch nach und dann weiß ich, dass ich jetzt brav sein sollte. Das ist ja eigentlich auch ein spannendes Thema, weil eigentlich ist es ja aus der Bestrafung, das ist ja Züchtigung, körperliche Züchtigung, aber daraus den Lustgewinn zu ziehen, ist ja tatsächlich was Besonderes. Da braucht man sicher eine besondere Veranlagung dazu, dass man das als angenehm empfindet oder den Adrenalinrausch dann einfach genießen kann. Du hast vorhin gesagt, mach das aktiv und passiv. Gibt es da tatsächlich Leute, die rein aktiv sind, rein passiv? Oder ist dieses Switchen in dem Fall eigentlich das, was man als Grundvoraussetzung sowieso hat? Also ich erlebe es jetzt, falls wir gerne widersprechen, ich erlebe das nicht so als selbstverständlich. Ich kenne viele, die rein aktiv sind, das sind wirklich Sadisten. Es ist immer ein relativ tabubehaftetes Thema, dass man zum Beispiel als Sado sagt, ich habe Lust daran, jemand anderen zu quälen oder jemand anderen Schmerzen zu bereiten. Darüber spricht man eigentlich, kannst man widersprechen, aber spricht man eigentlich ganz selten, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Viele Leute schämen sich dann auch dafür, dass sie sagen, dass sie gerade in dem Moment Lust entspüren, wenn der andere zum Beispiel leidet oder körperliche Züchtigungen erhält. Genauso ist es eigentlich beim Maso, der eigentlich seine Lust darauf gewinnt, dass er eben Schmerzen erleidet. Und daher ist das auch immer so ein Tabuthema, auch bei Masos, dass sie sagen, ja, sie stehen da drauf, aber so richtig drüber sprechen kann man eigentlich nicht. Okay, wir haben jetzt einen ziemlich schnellen, tiefen Einstieg gehabt. Wenn wir einen Schritt zurückgehen,
Und überlegt sich, wenn jemand Spanking betreiben will, aktiv oder passiv, gibt es da irgendwelche Vorbereitungen, die ich treffen muss? Also beim Ficken oder Fisten, weiß ich, spülen zum Beispiel, irgendwie sowas. Gibt es beim Spanking sowas auch, dass ich die Haut präparieren muss oder irgendwie so? Das ist natürlich, man kann natürlich auch nicht voll einsteigen, das ist ganz klar. Man muss natürlich auch die Haut ein bisschen vorbereiten. Somit fängt man eigentlich auch an, erstmal an die Absprachen grundsätzlich, was wollen die beiden Parts, der Aktive und der Passive, was ist das Ziel, gegebenenfalls, welche Schlagwerkzeuge dürfen verwendet werden, welche sind überhaupt nicht in Ordnung, weil da gibt es ja auch ganz große Unterschiede, welche man verwendet. Und dann natürlich sollte man immer relativ langsam anfangen, auch mit leichten Schlägen, die Haut einfach entsprechend vorwärmen, dass sie einfach sich auch daran gewöhnt, dass da mehr Schläge draufkommen, und umso länger man das macht und umso intensiver kann man dann letztlich auch das Ganze ausleben. Würdet ihr da auch Cremes oder irgendwas empfehlen, um die Haut vorzubehandeln? Oder ist es dann eher für hinterher? Also Cremes entsprechend erst hinterher. So mache ich das immer. Vor allen Dingen, wenn dann doch das Spanking noch etwas härter war und dann irgendwelche tieferen Striemen oder gegebenenfalls, es gibt ja welche, die sind so hart, mögen, dass blutige Striemen auch mal vorkommen, dass man dann entsprechende Nachsorge betreibt, um die Haut entsprechend wieder zu pflegen und bestmöglich die Schäden, die man verursacht hat, dass sie auch abheilen können. Ja, aber vorher im Prinzip das Aufwärmen und dafür sorgen, dass die Haut dafür bereit ist, egal welche Stelle das jetzt ist. Richtig. Markus hat gerade gesagt, Aufwärmen. Also gibt es ja also verschiedene Dinge, wie es ginge. Aber was ist da wirklich gut? Also wird auch kein Föhn sein. Nee, zum Aufwärmen nicht. Ich wollte noch mal kurz ergänzen, man muss seinen Po ja natürlich ständig pflegen. Also es ist natürlich so, dass der Po an sich als Spanker oder als Spanky ist ja eigentlich das wichtigste Element, das man eigentlich mitbringt. Das heißt, eigentlich cremt man den ja eigentlich nach dem Duschen jeden Tag zumindest mal mit irgendwas ein und pflegt den eigentlich regelmäßig. Wenn man das nicht tut, dann sollte man das aber schleunigst mal tun, weil erstens mal sieht es halt optisch schön aus. Auch mit Babyöl kann man das zum Beispiel machen. Und es ist natürlich dann auch strapazierfähiger, der ganze Arsch, wenn man den dann benutzt. Du hattest gerade gefragt nach? Aufwärmen. Aufwärmen, genau. Aufwärmen ist immer so eine Sache. Es gibt auch Menschen, die das nicht mögen. Die sagen, okay, man will das halt kalt behandeln. Das heißt, dann macht man halt so klassischerweise Best of 6 oder Best of 12. Sozusagen ist die klassische Erziehungsmethode. Da haut man halt mal 6-mal oder 12-mal so lange drauf, bis man dann halt wirklich Striemen sieht. Das ist ja zum Beispiel für viele Arschfetischisten interessant. Die sagen, ich möchte den Arsch sehen, wie er halt die Striemen hat. Die kriegst du halt mit dem Aufwärmen nicht so richtig. Wenn man aber längere Zeit jetzt dann spanken will und sagt, man will wirklich als Sadist oder als Maso die Schmerzen erleiden, dann wärmt man am besten auf. Zwar mit leichten Instrumenten. Man kann aber auch, ich bin ja immer der Verfechter des Rohrstocks, mit dem Rohrstock relativ flexibel schlagen. Das heißt, man kann da leicht schlagen, man hat dicke Rohrstöcke, man hat dünne Rohrstöcke, man hat geschälte, man hat ungeschälte. Man kann es schnell schlagen, langsam schlagen, leicht schlagen und damit halt den Po in eine gewisse Rötung bringen und dann aufwärmen. Aufwärmen heißt ja immer, ich durchblute den Po, damit er halt warm wird und dass er halt durchblutet wird. Und wenn er durchblutet ist, dann kann er generell halt ein bisschen mehr aufhören. Du hast gerade diese zwei komischen Sachen gesagt. Geschält und ungeschälte Rohrstöcke. Was ist denn der Unterschied? Das Unterschied ist eigentlich der, dass der eine geschält ist und der andere ungeschält. Also, ich kann dir mal einen zeigen. Ich kann die Kamera das auch auffangen. Das ist zum Beispiel ein ungeschälter. Das ist zum Beispiel auch sowas, was man im Baumarkt bekommt oder klassischerweise auch für das Tomatenhochbinden zum Beispiel verwenden könnte. Das ist halt ungeschält. Siehst du, also das ist richtig Natur. Man sieht ja auch noch die Faserung. Der ist relativ hart in der Sache, ungleichmäßig. Es kann auch mal sein, dass der hier zum Beispiel eine kleine Beriefung ist, die dann halt irgendwo dann klebt oder am Po hängen bleibt. Und prinzipiell ist der halt schon sehr flexibel. Wenn er gut gewässert ist, natürlich auch wichtig, ist er sehr biegsam. Man kann den auch richtig biegen, so wie Rattanmöbel sozusagen, so wie man ihn halt kennt. Die klassische Variante ist zum Beispiel die hier, das ist ein Geschälter. Das heißt, der wird dann einmal drüber geschält. Der hat den Vorteil, wenn er geschält ist, er hat eine bestimmte Größe. Also man kann ja genau sagen, es ist 6 mm dick im Durchmesser.
ist ein bisschen geriefelter, ist ein bisschen wasseraufnahmefähiger. Also wenn ich den jetzt dann eben behandle, dann ist er auch wasseraufnahmefähiger und ist auch total flexibel. Funktioniert auch relativ gut. Und ich habe halt hier auch noch den Vorteil, ich kann die Enden sehr gut abfräsen bei einem geschälten. Das heißt, ich habe hier auch keine scharfen Kanten, die jetzt irgendwo gleich zum Bluten führen. Okay, und du hast gesagt, müssen sie besser werden. Legst du die dann abends vorher irgendwie ins Wasser, dass die morgens dann oder beim nächsten Tag spielgerätig sind? Oder sind die immer, brauchen die immer eine permanente Feuchtigkeit? Nee, man kann die vorher wässern. Man sollte die auch, wenn man sie unbenutzt hat, mindestens einmal die Woche ins warme Wasser legen. Also lauwarmes Wasser in die Badewanne. Man kann aber auch eine Blumenvase nehmen, die man leicht mit Wasser füllt und die dann reinstellt, dass sie so generell irgendwie ein bisschen befeuchtet werden. Man muss natürlich aufpassen, wenn die zu feucht werden, dann können die auch das Schimmeln anfangen, ist logisch. Aber wenn man die halt nicht regelmäßig wässert oder dann mal wieder wässert, dann werden die halt hart. Dann werden die steif und brechen dann auch relativ schnell. Dann sind die nicht so flexibel. Die Flexibilität will man natürlich, dass sie sich am Po gut angleiten und anfügen und halt dann entsprechend angleiten und nicht so hart werden. Okay. Benji, was ist denn dein Lieblings-Spank-Spielzeug? Das kann man gar nicht so konkret sagen. Also vor allem, ich spiele vor allem meistens passiv als Spanky. Da heißt es tatsächlich, ich mag das Pedal und den Rohrstock. Das ist bei gleichermaßen. Das spielt für mich eben dieselbe Ebene. Damit kann man komplett unterschiedliche Schmerzbilder verursachen. Aber es hat beides einfach so vom Gefühl her wirklich ein, ja, es ist gleichwertig von dem, was man spürt oder von dem, was es als Gefühl auslöst, auch wenn es komplett unterschiedliche Schmerzgefühle sind. Also das eine ist mehr punktuell und sehr einschneidend und das andere ist mehr großflächig. Ja, du sprichst da gerade das Thema an, die Art des Schmerzes, die man damit zufügen kann, ist ja sehr unterschiedlich, je nach Material, je nach Stärke. Nicht nur davon abhängig, wie stark man ausholt, sondern jedes Material hat eben so einen speziellen Schmerz, den es auslöst. Gibt es da feste Kategorien, also dumpf, spitz, gibt es da noch mehr Kategorien, die du definieren würdest, wie du es selbst auch empfindest? Ja, gibt es deutlich mehr Kategorien. Also wie du schon gesagt hast, es gibt dieses dumpf, es gibt dieses scharfe Einschneidende, es gibt welche, die sind mehr oberflächlich, es gibt welche, die mehr in die Tiefe mit reinziehen. Was sehr punktuell ist, was auf eine ganz bestimmte Stelle abzielt, oder gibt es auch großflächige Schmerzen, gerade wenn man ein großes Pedal hat, ist es halt wirklich eine große Fläche, wo man das Ganze spürt. Also gibt es schon wirklich diese Unterscheidungen dafür. Wir haben jetzt hier auch jede Menge Auswahl auf dem Tisch liegen. Gibt es denn da auch bevorzugte Materialien? Ich meine, diese Pedals gibt es jetzt wie hier aus Holz, das ist fest. Dann gibt es die aus Gummi, aus Leder. Ist auch da der Unterschied groß? Oder gibt es was, was man vielleicht als Anfänger oder ja, als Neuling nicht nehmen sollte? Das ist natürlich, ja, der Unterschied ist auf jeden Fall da. Man hat das Holzpedal, fühlt sich wieder ganz anders an wie das Lederpedal oder das Gummipedal. Kommt natürlich auch wieder darauf an, wie stark das Material ist. Was ich jetzt eher für einen Anfänger dann sagen würde, wäre ein Lederpedal, weil das doch relativ flexibel ist, wenn es nicht zu dick ist und damit das auch relativ gut dosieren kann, die Schläge, und auch sich auf die Weise dann auch rantasten kann. Sowohl als aktiver als auch als passiver kann man das dann so auf die Weise relativ gut ausloten. Wie fühlt es sich an und wo beginnen die Grenzen zu beginnen oder wo kann man sie verschieben? Da haben wir gerade so ein bisschen über Materialien und auch mit Mike gesprochen. Ich sehe jetzt hier so tolle Sachen. Ich glaube, meine Oma hatte das. Zum Teppich ausklopfen. Der Mike klopft damit andere Dinge aus. Schlägst du damit ausschließlich auf den Po? Oder, das ist ja relativ groß schon, da braucht man da auch entsprechend Platz. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie so eine Studentenbude hat, ist es wahrscheinlich schon zu eng. Also wie viel Kraft oder wie viel Schwungradius braucht man dazu? Also wenn ich weit aushole, ich meine, das sind ja dann locker mal 3,5 Meter Platz und da habe ich noch nicht ausgeholt. Wie machst du das? Also prinzipiell kann man schon sagen, dass mehr Platz generell gut ist fürs Thema Spanking. Dass man auch einen geschützten Rahmen hat, wo man dann keinen Tritt, wenn er nicht an der Wand hängen bleibt oder so. Viele Leute haben diesen Platz halt nicht. Deshalb ist es ganz toll, wenn man woanders mal spielen kann, zum Beispiel Outdoor oder halt auch in einer Halle zum Beispiel. Das bietet sich auch an, sowas zu machen, gerade wenn man jetzt mal mit großen Peitschen nimmt. Das kann ich zu Hause zum Beispiel auch nicht machen.
gerade so Peitschen, die so länger sind, da muss man genau zielen, da muss man genau gut stehen. Und wenn man da ein bisschen schief steht und erwischt dann plötzlich irgendwas, wo es nicht hin soll, ist es total schmerzhaft und es macht auch keinen Spaß. Beim Teppichklopfer ist aber so, das ist das klassische Instrument, was die gute Hausfrau halt zu Hause hat und halt dann, wenn mal die Kinder irgendwie verdroschen werden mussten, was damals halt ganz normal üblich war, dann war das halt vorhanden. Und man ist dann natürlich so, dass jeder, der schon mal einen Teppich ausgeklopft hat, der weiß natürlich auch, dass man größte Wirkung erzielen will mit wenig möglichst Kraftaufwand. Weil Frauen sind jetzt nicht gerade so stark, also die Hausfrauen teilweise schon, aber im Prinzip ist es ja so, dass sie mit wenig Aufwand eben höchste erzielen willst. Am besten ist es natürlich, man fasst hinten an, damit man halt auch die größte Hebelwirkung hat. Und es reicht ja teilweise auch schon, so leicht zu behandeln. Also mit dem kann man auch sehr gut vorwärmen. Ist eigentlich wie ein Rohrstock, den man auch wässern muss im Übrigen. Also ich wässere auch die Teppichklopfer regelmäßig, damit die elastisch bleiben, weil sonst brechen die auch relativ schnell. Und man kann halt relativ viel natürlich den Po bearbeiten, aber zum Beispiel auch die Oberschenkel. Also wenn ich im Rücken die Oberschenkel nach unten gehe, aber auch den Rücken wird wunderbar mit dem Teppichklopfer. Man muss natürlich aufpassen, dass man es genau dosiert. Man kann stark draufschlagen und weniger stark draufschlagen. Also Oberschenkel würde ich halt langsam anfangen, Po dann immer ein bisschen stärker. Man kann das auch seitlich ein bisschen machen oder so. Also man kann da schon sehr viel Kraft mit. Wenn du gerade die Körperstellen erwähnst, gibt es denn Stellen, auf die man besonders achten sollte, die man aussparen sollte generell, die man schützen muss, Stellen, die tabu sind? Was würdet ihr da sagen? Also ich würde halt sagen, du kannst mich dann gerne nochmal ergänzen, ist halt so, dass man weiß, wo man hinschlägt. Also man sollte halt als Anfänger, wenn man aktiv ist, jetzt nicht einfach sagen, ich schlage jetzt mal drauf los, sondern man muss halt schon sagen, welches Element habe ich. Also wenn ich jetzt was Größeres habe, dann kann ich halt natürlich auch nur große Elemente halt mit schlagen. Deshalb mag ich ja wieder so ganz gerne den Rohrstock, weil mit dem Rohrstock kann man wirklich explizit ganz kleine Stellen bearbeiten und kann das auch sehr gut dosieren. Also ich kann sowohl schnell und hart draufschlagen, als auch ganz leicht. Gerade die Nierengegend zum Beispiel, also alles, was so über dem, wir hatten ja mal ein Anschauungsobjekt da, werden wir das ja nochmal zeigen bei Gelegenheit. Wenn ich mal kurz hier neben mich stellst und vielleicht so ein bisschen rüberrückst. In die Richtung? Ja, in die Richtung, Richtung Kamera. Wenn die Kamera das auch einfängt, bisschen mehr so rum. So. Sieht man das? Ja. Dann ist ja so, dass man eigentlich hier immer mittig treffen will oder sollte, weil da ist eigentlich so, dass da die intensivste Stelle ist und da passiert auch wenig. Was man jetzt da aufpassen muss, ist zum Beispiel an der Seite. Also dass, wenn das sehr flexibel ist, dann geht es auch mal an die Seite. Tut natürlich ein bisschen mehr weh. Oder halt zum Beispiel auch Oberschenkel, muss man halt sehr vorsichtig sein. Und genau dieser Bereich hier oben, der ist am sensibelsten. Was natürlich nicht heißt, dass man da gar nicht hinschlagen kann, aber zumindest sollte man dann halt vorsichtig sein. Also hier ist so ein Bereich, wo man halt dann auch mal schnell daneben treffen. Immer wenn ich mal, Struppe, du hast ja was Kleines in der Hand, ist ja schon sehr ausfüllend, sagen wir jetzt mal. Ne? Ja, also der Po vom selben ist ja kleiner wie der Teppichklopfer. Aber es könnte schon Spaß machen, wenn ich es mir so an. So. Ja, ja, du siehst ja auch, egal wie man da jetzt so drauf haut, man trifft ja immer nur mit der Mitte. Also es ist eigentlich schon so, dass man auch seitlich schon so irgendwie so bearbeiten kann, ohne dass man halt gerade flächig trifft. Mhm. Also wenn der Arsch größer ist, trifft man halt natürlich auch mehr. Oder flacher ist zum Beispiel, aber wenn er jetzt so kugelrund und klein ist, dann trifft man eigentlich auch immer nur einen gewissen Bereich. Okay. Jetzt ist das ja so ein bisschen flexibel und nachgiebig. Tut das dann eigentlich mehr wie irgendetwas Flexibles als sowas hier? Das gibt ja nicht nach, außer bis es bricht. Das machen wir heute nicht. aber was von den beiden tut denn mehr weh? Kann man so nicht sagen. Okay. Ich hatte immer so das Gefühl, dass das, was nicht nachgibt, mehr Kraft hat. Aber manche Leute sagen, dass das, was flexibel ist, mehr zieht, sagen. Ja, es zieht halt punktuell. Mhm. Und hier hast du ja auch zum Beispiel so einzelne Muster, die sich dann abzeichnen. Und hier hast du ja wirklich eine Fläche. Das heißt, der Po nimmt ja auch hier mehr Kraft auf. Also das ist eine ganz normale Kraft-Flächenwirkung.
wenn ich jetzt punktuell irgendwo was aufbringe, ist natürlich der Einschlag punktuell höher, als wenn ich flächig hinarbeite. Das heißt, eigentlich kann ich hier gut flächig arbeiten und habe halt dann nicht unbedingt die Kraft. Wenn ich dann natürlich weiter recht drauf haue, dann tut es natürlich auch weh. Okay, das machen wir jetzt nicht. Ne, das machen wir nicht. Das ist tatsächlich einfacher, wenn man die einzelnen Schlaggeräte gleichzeitig oder die einzelnen Schlaggeräte untereinander vergleicht, die sehr ähnlich sind. Also da ist dann eher ein Holzpedal, was dann ohne Löcher und mit Löcher kann man dann eher mit vergleichen, denn mit Löchern ist es automatisch durch das Schlagen. Die Luft kann durch die Löcher durch, man hat nicht so viel Luftwiderstand, kann man auch mit weniger Kraftaufwand einen höheren Schmerzfaktor erreichen, natürlich durch Schlagen. Also das ist wirklich, kann man direkt die Sachen gar nicht miteinander vergleichen, weil jedes wirklich für sich wieder eine ganz eigene Art hat, wie sich's anfühlt. Was macht das dann mit dir, wenn du jetzt der Spanky bist? Du bist jetzt da in deinem Headspace. Wie fühlt sich das für dich an? Bist du da in einer anderen Welt? Spürst du das Gegenüber? Ist das immer noch eine enge Beziehung zu dem, der dich spankt? Oder bist du da in deiner eigenen Welt? Wie fühlt sich das für dich an? Natürlich bin ich zu einem gewissen Grad in meiner eigenen Welt, das ist ganz klar. Wobei es auch für mich immer so eine sehr enge Beziehung zu dem Top ist, weil der letztendlich auch genau merken muss und realisieren muss, wie es einem als Spanky gerade geht. Und das ist natürlich dann auch eine sehr enge und sehr tiefe Bindung, die man dafür braucht. Oder das ist der Idealfall, dass man diese enge Bindung hat. Dass man da mit möglichst nonverbaler Konversation alles mitkriegt. Wie geht es dem anderen? Wie fühlt er sich gerade? Für mich selbst, wenn ich in meinem Headspace bin, das ist richtig, für mich ist es tatsächlich Entspannung. Dadurch, dass da durch das Banking ein großer Adrenalinrausch ausgestoßen wird, kann ich aber vieles einfach vom abschalten und bin wirklich teilweise wirklich tiefenentspannt und auch im Nachgang, wenn das Ganze vorbei ist, einfach diese Nachwirkung von dem Adrenalinrausch ist einfach sehr angenehm, wo man einfach wirklich den Kopf frei kriegt. Also Art Entspannungstherapie durchaus, richtig. Auch wenn es für Außenstehende vielleicht gar nicht so aussieht. Ja, das ist gut. Wie siehst du das mit Außenstehenden? Das ist ja, da haben wir vorhin auch gesehen, man braucht ein bisschen Platz, wenn man ausholt, man braucht ein bisschen Raum drumherum. Ist es dir jetzt wichtig, dass, wenn Zuschauer da sind, die Abstand halten und sich nicht einmischen? Oder macht dich das besonders geil, wenn noch mehr Leute zugucken und das mitkriegen, dass du da jetzt gerade behandeln willst? Es ist natürlich für mich schön, wenn die Leute das mitkriegen. Es dürfen auch gerne, wenn man es öffentlich macht, die außen rumstehen. Sie sollten natürlich einen gewissen Abstand halten, allein dadurch, dass der Aktive natürlich auch mal ausholt, dass da keiner was abkriegt. In die Nähe von mir kommen mag ich das jetzt persönlich nur, weil es wirklich noch Leute sind, die ich gut kenne, weil es dann einfach für mich sonst eine Störung ist, einfach in dieses Spiel vom Top und vom Bottom insgesamt reingeht. Was natürlich für mich auch mit reinspielt, ist gerade, wenn Leute außen rum stehen, dass man dann sich so ein bisschen reinsteigert noch und dass man sich, gerade wenn die Leute, wenn man merkt, den Leuten gefällt es außenrum, dass man dann vielleicht ein bisschen weitergeht, wie man vielleicht sonst gehen sollte, ist natürlich auch wichtig, dass man dann nicht über das Ziel hinausschießt. Aber das kann auch noch so ein treibender Faktor dann in dem Moment sein, weil man dann, ja, es ist nicht der richtige Antrieb, aber man will ja so ein bisschen eine Show dann auch liefern für die außenrum stehen, bei denen das ja genauso auch gefällt. Okay, aber dann der Top sorgt im Prinzip dann dafür, dass jetzt nichts Störendes drumherum passiert, dass sich keiner einmischt, der da nicht hingehört. Genau. Also da ist auch das Vertrauensverhältnis natürlich besonders. Korrekt, ja. Gibt es denn, Mike, du bist ja auch aktiv, wenn ich es richtig verstanden habe, was ja. Banking angeht. Gibt es denn für dich ein Limit oder irgendwelche Hinweise, also unabhängig jetzt von der Konversation mit dem Spanky an der Haut oder wenn es anfängt, jetzt Blut runterzulaufen im Extremfall oder wenn Bluterguss entsteht oder es gibt auch Blasen, die da manchmal entstehen können, durch Brandentstehung oder sagen, das kann ja sein, wenn da Brand in der Haut zügig an der Haut entlang schrammt, kann es ja auch dann zur Wärmeentstehung kommen. Was ist denn das Zeichen für dich, wo du sagst, egal was das Spanky sagt, ich höre auf? Oder gibt es da Merkmale für dich? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich mache das natürlich so, dass ich vorher mit dem Spanky vorher ein Gespräch führe. Also ich kenne auch viele, die wollen mehr so ein Rollenspiel haben und immer von 0 auf 180 und dann irgendwie Spaß haben oder sie brauchen ich sage das immer, so ein Kopfkino. Mhm.
Also es ist mehr so ein Kopfkino, das die Leute im Kopf haben. Und mit der Vorstellung kommen sie dann und wollen dann das genauso haben, ohne drüber zu reden. Und gar nicht sozusagen das Gespräch führen. Ich finde es halt wichtig, dass man immer drüber redet, wie weit kann man gehen, was mag man, wie braucht man das, wie gefällt es einem. Und da ist natürlich auch so, dass man beim ersten Date jetzt nicht auf 180 geht oder nicht über die Grenze hinausgeht oder auch nicht das, was man ausgemacht hat, drüber hinausgeht, sondern dann wirklich die Grenze auch einhält und sagt, jetzt ist mal gut, jetzt macht man mal Pause und redet nochmal kurz drüber, wie es dann war und ob man dann weitergeht. Je besser man sich kennt, desto besser weiß man natürlich auch, jetzt reicht es auch. Jetzt reicht es auch dem Passiven irgendwo, auch wenn der noch so in seinem Tunnel drin ist und sagt, jetzt mach mal und tu mal, dass man dann immer noch sagen kann, jetzt ist einfach Schluss, jetzt geht da nichts mehr. Du hast ja gesagt, also Kopfkino ist ja ein Teil, ganz oft mit Grenzen. Also ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Sexualleben bisher, dass das Kopfkino und die realen Grenzen nicht gleich sind. Das macht doch die Erfahrung aus, oder? Das macht die Erfahrung aus. Und ich finde es auch besonders wichtig, auch mal wieder das Thema auf Augenhöhe zu sagen, auch wenn ich bei SM mache oder wenn ich generell SM mache oder auch Bondage mache, generell Sex mache. Das betrifft ja generell das Miteinander. Dass ich sage, ich bin auf Augenhöhe da und ich mache dem Passiven eigentlich nur das Leben schöner. Ich bin als Aktiver jetzt nicht da, um mich auszuleben, sondern generell dem anderen das so gemütlich und schön zu machen, wie er es gerade braucht. Das macht dir keinen Spaß. Das macht mir dann aber auch Spaß, wenn ich sehe, wie der Passive dann halt darauf reagiert. Okay. Also das ist jetzt nicht so eine Dienstleistung, die man da vollbringt, das ist schon klar. Das macht dann auch Spaß. Es gibt teilweise, sagen wir so, es gibt so mehr so arschfetischistische Sachen, wo man dann sagt, okay, ist ein geiler Arsch, das hat ein schönes Streben, da ergötzt man sich dran oder auch wie der andere dann halt leidet. Da ist man wirklich in dieser Situation, wo man sagt, da ist man wirklich seine Sado-Seite auszuleben, zu sagen, jetzt gehe ich da auch mal ein bisschen drüber und finde es absolut geil. Aber mir macht es ja eigentlich nur Spaß in dem Sinn und ich kann mich daran auch nur dran aufgeilen, wenn der andere halt auch abgeht dabei. Also wenn es jetzt richtige, also wirkliche Bestrafungen werden in dem Sinne, dann wird es mir ja auch keinen Spaß machen. Okay. Und ich brauche dieses Rollenspiel persönlich eigentlich nicht, sondern ich weiß genau, wie weit kann ich da gehen und wo reicht es dann auch. Meine, viele Leute sagen, sie wollen keine Spuren haben, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil Spuren gibt es immer. Also es würde mir jetzt keinen Spaß machen, wenn jemand sagt, nee, ich habe jetzt noch eine Freundin zu Hause oder einen Freund zu Hause, darf das gar nicht sehen. Das funktioniert gar nicht. Aber wenn man halt sagt, okay, man kann Streamen sehen. Manche Leute sagen, okay, wenn es blutet, mach halt weiter. Geht ja auch. Man kann das so dosieren, dass man halt dann nicht wochenlang einen offenen Hintern hat, sondern das wirklich dann auch so abtiriert und hiniterieren, dass man sagt, ja, ich weiß genau, was ich da jetzt mache, ohne dass der jetzt da tagelang außer Gefecht gesetzt. Also ich kannte mal einen, der hat irgendwie immer mal so 2-3 Wochen, weil es so einen Sitzkringel auf das Bahnbüro gebraucht. Mhm. Meistens nach einer SM-Session irgendwie im Underground oder irgendwie so. Wäre auch eine Möglichkeit. Also das wussten irgendwie alles, war so ein Totschweigen. Ja. War alle immer klar, aha, da hatte wieder Spaß. In den nächsten 3 Wochen gibt es Sitzkringel. Genau, ist ja alles okay. Ja. Solange man das so will und das macht. Das ist ja auch wirklich ein Thema der Absprache, die man trifft zwischen dem Top und dem Sub. Weil es gibt natürlich da ja auch alle Couleur von, die einen möchten es eher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ganz böse Streicheleinheiten haben, die, für die ist das aber schon das harte Spanking. Da gibt es welche, die wirklich tief dunkelrote Striemen brauchen, wo dann schon das Blut rauskommt. Also da gibt es ja wirklich auch dazwischen, gibt es ja ganz viele Abstufungen und das ist eben das wichtige Thema der Absprache, die man dann trifft, was will der eine, was will der andere. Es gibt auch oft die Konstellation, dass der Sub deutlich weitergehen würde oder will, als der Top das macht. Da muss man sich natürlich da auch in der Mitte treffen. Es muss für beide die Grenzen eingehalten sein. Mhm. Und wenn wir das Thema auch gerade hatten, mit im Büro dann auf dem Sitzkringel sitzen, das Umfeld, reagiert das schon auch mal negativ auf diese Praktiken, wenn die mitkriegen, dass man das macht? Also stößt man da auch auf Unverständnis? Also ich persönlich habe jetzt noch keine negativen Reaktionen erlebt. Ich bin aber jetzt auch nicht so, dass er damit jetzt sehr hausieren geht oder das jedem rum erzählt. Die meisten, die es mitbekommen, die kennen mich dann doch relativ gut und für die ist es dann auch eher was Normales. Die sind dann nicht überrascht. Wenn ich jetzt irgendwie Sport gemacht habe und Striemen hinten drauf habe, dann trage ich die auch mit Stolz. Ich mag das. Ich genieße dann die Blicke von den anderen und malen mir dann aus, was sie sich wohl gerade denken könnten.
Aber ansonsten hier hatte auch noch keiner sich getraut, mich drauf anzusprechen, dieses Thema. Okay. Ja, weil also das, manchmal sind die Spuren ja doch sichtbar, auch unter normaler Kleidung. Und nicht, dass da doch mal Fragen aufkommen, wo kommt das jetzt her? Aber scheint bisher nicht getraut zu haben. Gut. Du, Benji, wenn du Spanky bist, an was machst du das dann fest, wie, wenn du denn, also wie woran machst du einen guten, aktiven Spankerfest? Also gibt es da Kriterien für dich, wo du weißt, der steht einfach wahllos um sich auf dich, und der hält das für Spank und du sagst, Gottes Willen, also wenn du jetzt einen Neuling hättest, den du beraten müsstest, wie finde ich einen guten Spanker, ist wirklich einfach nur Erfahrung sammeln auch mit Glück oder gibt es da Anhaltspunkte? Also natürlich ist es vieles mit Erfahrung sammeln, aber gerade wenn man ein neuer Spanky ist, das sollte natürlich wichtig sein, dass der Aktive sich wirklich ganz am Anfang die Zeit nimmt, um vielleicht alles mal so ein bisschen zu zeigen, welche Schlagwerkzeuge es gibt. Vielleicht mal so grob so ein bisschen leicht ausprobieren, dass man so eine Ahnung hat, in welche Richtung geht der Schmerz hin, wie kann sich das anfühlen. Und dass er halt wirklich darauf achtet, dass er halt langsam anfängt und wirklich gerade den Neuling halt langsam einführt und das behutsam macht, dass man den anderen mitkommen lässt. Weil es gibt ja, wir hatten es vorher schon, Kopfkino und Realität unterscheidet sich auch sehr stark. Und es gibt viele, die wirklich das rein aufs Kopfkino beziehen und dann die Realität einfach ganz anders ist, weil der Schmerz dann doch viel intensiver empfunden wird von vielen, als sie das sich vorgestellt haben. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass man die einfach langsam reinkommt. Jemand, dem ich hier ein Top, der einfach nur sich den anderen dann fesselt und fixiert und draufschlägt und dann keine Rücksicht nimmt, das ist definitiv dann ein schlechter Top, weil das geht überhaupt nicht, dass man dann den Spanky da nicht mitnimmt, gerade wenn es Neuland ist für den Spanky. Ja, du hast ja gerade erwähnt, fixieren, festmachen, ist das ein Bestandteil davon, wo du sagst, das ist auch wichtig, dass der mir jetzt nicht weglaufen kann, dass du nicht weglaufen kannst, während du gespankt wirst, oder ist das eher nachgeordnet? Also das ist wieder, kommt ganz auf das Rollenspiel gerade auch an, gerade wenn man größere SM-Session hat, die viel mit Bondage ja noch kombiniert werden, ist es oft ein wichtiger Bestandteil, dass man den Spanky auch fixiert entsprechend, weil das einfach auch angenehm ist für den Aktiven natürlich auch, weil der Spanky nicht auskommen kann. Wenn man es gut fixiert, der ist an der gleichen Stelle, man kann gezielt zuschlagen, der andere zuckt nicht so enorm. Für mich als Passiven finde ich das auch ganz schön, eben dieses keine Chance haben auszukommen. Man muss es über sich quasi ergehen lassen und kann nicht wegkommen, wobei eben auch man muss nicht alles nur fixieren. Es gibt ja mit dem Rollenspiel, wenn man das jetzt weiterführt, es gibt ja viele diese klassische Erziehungsmethoden, wo Rollenspiele genommen werden, wo man dann sagt, man ist in der englischen Schule, wo da dann aber keine Fixierung natürlich stattfindet, weil das passt natürlich jetzt ins Schulbild nicht. Mhm. Oder der Vater hat ja den Sohn, das als Rollenspiel ist ja auch, hat ja auch mit Bondage dann nichts mehr zu tun. Da ist es dann eher ohne. Okay, wir haben jetzt vor Fashion gehabt, wie machst du das? Spannst du dir immer einen Primer ein oder wie? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich muss sagen, ich habe meistens auch, geht mir auch so, den richtigen Spanky oder Spanker findet man halt nicht so einfach. Man muss sich da wirklich durchaus probieren, hintasten. Man sagt, das funktioniert jetzt. Wenn ich jetzt als Passiver zum Beispiel sage, mach das mal bitte anders oder mach das mal so, dann darf der Aktive jetzt nicht sagen, nee, ich weiß das aber besser, weil ich das schon seit 15 Jahren mache. Sondern der muss da drauf eingehen und dann merkst du eigentlich schon, wie der drauf reagiert. Mhm. Also das meinst nie so, dass man beim ersten Date jetzt sagt, man geht da raus und oh, wow, super. Sondern das ist wirklich so, dass ich mich immer 2, 3, 4, 5 Mal treffe, bis man dann weiß, wo sind da die Grenzen, wo taste ich mich denn da hin. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, weil der Benji auch sagt, ja, man macht ja so ein bisschen Show, wenn dann jemand draußen zuschaut und so, aber wenn man sich wirklich sehr gut kennt und respektiert und sagt, man macht das jetzt miteinander, dann kennt man auch genau, der ist jetzt an dem Punkt, wo er in diesem Tunnel drin ist und jetzt kann ich da einfach mal auch die Sau rauslassen. Der ist gut aufgewärmt, der liegt da vor mir, dann fixiere ich den halt auch ganz einfach, weil er weiß, er kann sich bei mir fallen lassen. Und dann wird er auch fixiert, weil das ist ein ganz geiles Gefühl. Man kennt es ja sicherlich auch, dass wenn man jemanden gefesselt hat und der kann nicht mehr weg und der andere auch dieses Gefühl hat, so jetzt macht eigentlich so der Kopf, jetzt kann ich gar nicht mehr weg und jetzt macht es genau diese Geilheit aus, zu sagen, jetzt gebe ich die Kontrolle ab. Und dieser Kontrollverlust ist ja eigentlich das, was man eigentlich will.
Und es geht halt nur, wenn man sich auch gut kennt und sagt, so, jetzt vertraue ich dem. Der kann jetzt alles mit mir machen, was er will. Der hat mich in der Hand und dadurch kann er mich halt auch so zwängen. Und wenn man das so wirklich macht, dann macht es auch mal Spaß, wenn jemand zuschaut. Und man kann da wirklich mal ein bisschen Show machen und vielleicht so mal mit ein bisschen, ja, so Verbalerotik, ne? Geile Sau, du, dich hau ich jetzt mal und das kann ja auch sehr aufgehalten sein. Aber wie gesagt, das kann man halt nicht von 0 auf 100, sondern man muss sich da wirklich gut kennen. Das heißt, man sollte aber auch keine Scheu haben, als Frankie zu sagen, das war jetzt eine Stelle, wo es nicht gut ist für mich oder mir nicht gut tut. Weil, also viele trauen sich dann einfach nichts zu sagen, weil sie denken, der wird schon wissen, was er tut. Aber ich denke, es ist doch eigentlich ganz wichtig, dass man als Passiver in dem Fall sagt, das war jetzt vielleicht nicht so. Also wenn ich das noch kurz sagen darf, ist ja so, dass bei mir zum Beispiel als passive Seite immer dachte, ich kann das nicht passieren. Weil jeder sagt, dann, Herr Rostock ist viel zu viel und viel zu gefährlich. Und ich habe es als Aktiver auch immer erlebt, dass die Leute dann immer gestöhnt haben und gesagt haben, na, Rohrstock ist total schlimm, fang halt mal mit was Kleinerem an. Jeder hat dann mit einem Gürtel versucht oder mit einem Paddel oder einem Lederpaddel und so. Und ich habe immer gesagt, das taugt mir als Passiver. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe da jetzt fast 15 Jahre gebraucht, bis ich dann doch mal den Rohrstock für mich entdeckt habe und Leute gefunden habe, die genau wissen, wo sie hinschlagen müssen, damit es wirklich geil ist. Ich denke, das ist auch tatsächlich das A und O, dass man sich gerade, wenn man jemanden Neuen kennenlernt, dass man da wirklich darüber spricht, im Vorhinein natürlich und noch wichtiger im Nachgang, dass man sagt, was war in Ordnung, was geht nicht, was will man vielleicht das nächste Mal anders ausprobieren. Also das ist enorm wichtig, weil nur so hat man auch eine Chance, den anderen kennenzulernen und noch besser zu kennen. Weil wenn man sich erst ein paar Tage kennt oder ein paar Stunden vom Chat, kann man nicht sofort loslegen. Man kennt die menschlichen Reaktionen nicht, man weiß nicht, wie der andere tickt. Und da muss man wirklich viel drüber reden. Nur dann kann man wirklich sich auf diese enge Bindung aufbauen. Und dann kommt man irgendwann zu diesem Punkt, wo man sagt, man kann sich da wirklich blind vertrauen und kann das Ganze auf so ein hohes Level heben, wo da wirklich der eine dann gefesselt da liegt und der Top kann letztlich machen, was er will, weil er genau weiß, die Reaktionen vom Sub kann ich lesen. Ich weiß, welche Geräusche er von sich gibt, wenn es zu viel ist. Ich weiß, wo es noch geht. Also ist wirklich sehr wichtig und immer den Mund aufmachen, wenn irgendwas war. Selbst ich sage zu meinem Top, wenn irgendwo im Nachgang was war, ich mache meinen Mund auf. Das ist das A und O. Nur so kann er wissen, dass irgendwas gewesen ist. Also doch eine sehr intime Sache, obwohl es von außen vielleicht eher gar nicht so aussieht, aber da ist das Verhältnis zueinander extrem wichtig. Das ist ja auch im ganzen SM-Bereich, ob das jetzt Bank ist oder Bondage oder Caning oder mit Ripping, mit Peitschen, das ist überall enorm wichtig, dieses Vertrauen und dass man wirklich darüber redet, was letztlich, was der Top wie er es empfunden hat, wie es Sub empfunden hat, das ist wirklich das A und O letztlich im ganzen SM-Bereich. Ich sehe auf dem Tisch hier noch was stehen, so ein Fläschchen. Müsst uns noch verraten, was das denn ist? So, das, ja. Ja, ich meine, es gibt natürlich viele Sachen zur Nach- und Vorbehandlung. Man kann als Nachbehandlung natürlich einfache Creme nehmen. Es gibt auch Leute, die nehmen dann Heparincreme zum Beispiel, wenn es wirklich mal blutet und offene Wunden sind. Ganz hilfreich. Was mir mal jemand empfohlen hat und will jetzt keine Werbung dafür machen, von der Firma gibt es sogenannte Anika-Öl. Das kann man vorher ein bisschen einträufeln. Dann ist der Heilungsprozess bzw. die Verletzung nicht ganz so stark. Das ist die Erklärung. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr schöne Einführung in dieses Thema bekommen. Habt ihr denn noch etwas, was ihr uns noch erzählen wollt, aus eurem persönlichen Erfahrungsschatz zum Spanken, noch irgendwelche Hinweise für alle, die neu anfangen oder ja? Also wirklich für alle, die neu anfangen, geht die Sache langsam an, habt ein gutes Bauchgefühl dabei, sprecht offen drüber, sprecht davor, lasst euch alles erklären. Und sprecht danach und habt keine Scheu, auch auf jeden Fall mal Stopp zu sagen, auch gerade wenn es Neuland ist. Das ist ganz wichtig, dass der andere wirklich auch weiß, wo die Grenzen sind, wenn sie erreicht oder nicht bemerkt worden sind. Es wirklich sagt Stopp, macht euren Mund auf. Und dann, nur dann kann wirklich was Gutes draus werden. Ja, gibt es ja kaum noch was hinzuzufügen. Ja, irgendwie. Dann sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und uns die Informationen gegeben habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bald mal wieder in aktiver Ausübung diese Dinge. Ja. Okay. Danke. Vielen Dank. Danke für die Einladung.